Fort, okay, wo waren wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Uff, ich muss auch kurz überlegen. Wir hatten gerade Schattenquartiere, glaube ich. Dunkles Versteck. Waren wir da jetzt schon drinne? Stimmt, wir haben den Zwischenendboss getötet. Oh, den Anwar-Typ da, also ob das jetzt wirklich der Gangleader war, bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Oder so ein Unterhumpel. Ja, irgendwas dazwischen oder ganz oben. Und genau, ich glaube, in solchen genau, in das verseuchte Gebiet kommen wir noch nicht rein. Können wir jetzt gleich nochmal schauen gehen, wenn du magst. Und sonst sind wir, glaube ich, auf der Station fertig. Ja. Das Erste, wer weiß. Ich muss mir echt Talcumpuder kaufen. Und vor den Metallteilen habe ich noch ein bisschen Respekt, um nochmal zum Modellbau was zu sagen. Ja, Also, Metall ist halt doof zu bemalen. na, bemalen brauche ich die nicht, die sind bemalt. Die sind fotogedruckt. Ach so. Das Problem ist, dass die sehr dünn sind, also sehr leicht biegsam und der Seitenschneider, den ich jetzt schon habe, den du mir damals gesagt hast, zu grob für die Dinger ist. Also ich brauche einen dünneren Seitenschneider, weil die sehr, 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 also das ist wirklich hauchdünnes Metall und es ist fotobedruckt. Und da soll ich jetzt, also einerseits soll das Metall auf das Plastik und dann sollte ich noch das Metall aus Metall kleben. Ich bezweifle irgendwie, dass der Rewe Plastikkleber dafür das Richtige ist. Nee, da brauchst du Sekundenkleber für. Ja. Gut, aber jetzt Der Fokus. Plastikkleber, das ist ja wirklich nur, also der ist ja dafür da, ne? Plastik zu schmelzen. Das Genau. ist ja kein herkömmlicher Kleber Ne, tatsächlich. Plastik, Metall hätte ich mir noch vorstellen können, dass das Plastik sich halt auflöst und dann sich an das Metall fugen und dann da eine Verbindung Da herstellt. hast du Aber. keine Haftung. Ja, gucken, gucken. Gut, okay. Wir sind im dunklen Versteck. Ah ja, Los. genau, wir sind noch hier. Genau, du Ach hattest ja, ihr warst vorhin. ja abgeschmiert, ich erinnere mich. Du oder ich, wir waren irgendwer war düsingt und ja, von hier müssten wir alles haben, was irgendwie machbar, jawohl. Genau, wir wollten gerade raus. Der Is there Dungeon money ist to be erledigt. made? Jetzt könnte man noch mal schauen, ob wir das, ob die Barrikade geräumt haben, wie befohlen, oder ob die noch dabei sind, quasi. Immer wenn ein Charakter einen Nahkampfangriff ausführt, erhält er plus 10 Waffenfertigkeit und plus 20% kritische Trefferchance für jeden Verbündeten, der sich neben dem Ziel des Angreifers befindet. Ah, okay, Gruppenbonus. Oh, wusste ich auch nicht. Das könnte also heißen, dass es eventuell sinnvoll wäre, mit Pascal ab und zu Abelard hinterher zu rennen. Ja. Huch. So. Einmal Kamera drehen. Stimmt, da war noch diese Quartierdings-Geschichte. Wir waren aber noch komplett, warte mal, was haben wir denn hier? Auf geschundenen Geist. Um die nächsten Schritte zu koordinieren, musste der Lordkapitän ein Treffen mit seiner Entourage einberufen. Brücke, Valencia, Schiff, okay. Jagd nach Wissen, 5 von 10 Planeten, Hand des Hungers. In Foodfall werden die Vorräte immer knapper. Wenn nicht bald etwas passiert, droht ein dramatischer Rückgang der Bevölkerung der Station. Dann müssen wir nach Tedikos Epsilon. Genau. Foodzep selber, es ist unverzichtbar, jede potenzielle Bedrohung im Auge zu behalten. Die örtliche Bevölkerung oder der Lehnsherr von Foodfall weiß vermutlich mehr. Mittels seines Status als Verhandler hat sich der Lordkapitän Zugang zur Quarantäne verschaffen. In der Quarantänezone halten sich immer noch Menschen auf und niemand ist bereit, ihnen zu helfen. Okay. Brücke. Die Kalthändlerin, die sich kürzlich dem Gefolge hat, bla bla bla. Und dann noch Geheiminformationen, Brücke. Okay, das ist tatsächlich die letzte, machen wir die noch. Genau, ist die Frage, ne, ob wir da Ja. rankommen jetzt. Oder ob wir wirklich erstmal abreisen müssen. Wobei ich Dann sowieso quasi bei der überlegen Wiederkehr bin, reinkommen. weil das doch gerade, wir sollten einmal zum Schiff, aus Prinzip.
Wir können ja einmal, bevor wir jetzt wieder, ne? Ja, weil. Einmal schauen. Ja, ist immer noch dicht. Okay. Dann einmal zur Brücke, weil Pascal hat Rippenbruch. Ich weiß zwar nicht, wo der noch Rippen hat, aber er hat einen Rippenbruch. Ja, Adamantium-Stahlrippe, wer weiß. Ja, sowas in der Richtung. Ist aber auch verwirrend hier. Labyrinth. Ach, jetzt könnten wir in Ausdauer des Mysteriums. Ja, jetzt muss ich gerade überlegen, das ist die Bar. So hieß das Schiff, glaube ich, aus der der gebaut ist. Ah, stimmt. Okay. Das ist das Amaseko um. Hallo, Polski. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Oh, ich habe frische Erdbeeren, die ich nachher naschen kann. Warum habe ich keine? Weil deine Schwester nicht in der Erdbeere arbeitet. Da ich keine habe, dann kann die da auch nicht arbeiten. Von daher. Ich habe es ja schon mal gesagt. Ich bin der Prävste, der Beste, der Schlechteste, der Dümmste, intelligenteste Sohn meiner Eltern. Kind meiner Eltern. Ja, nee, ich bin ja Großfamilie quasi. Ja. So. Wollen wir hier nochmal einen Shop gucken? Können wir aber. Ich glaube, da hat sich nichts geändert, oder? Ich möchte ein Handelsgeschäft abschließen. Das haben wir doch schon gemacht, oder? Ja, ich glaube, das ist einfach Handeln quasi. Ah, ja. Ah. Nichts Neues. Ah, ja. Wir könnten, ja, wir hatten ja einen, wir hatten uns dazu entschieden, noch nicht zu investieren. Ja, bei noch keinem, weil wir noch uns umgucken wollten, was es denn so prinzipiell irgendwo gibt. Und ich würde jetzt erstmal vorschlagen, dass wir also jetzt noch nicht handeln, wir gehen jetzt erstmal zurück aufs Schiff und kommen dann nochmal zurück. Und dann die Dinge so handeln, wo es uns einfach am meisten RP gibt. Also ich würde jetzt hier bei dem zum Beispiel keine Fernkampfwaffen verkaufen für 100. Da gibt es sicherlich einen Händler, wo es besser gibt. Ja, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ob die, also ich glaube, es gibt manche Güter wie Essen und so, die sind, glaube ich, wahrscheinlich nirgends viel wert. Rise to the top or get left in the dust. Also ich weiß nicht, ob der Wert quasi gleich bleibt, überall, also wo sie die kaufen, ja, quasi. Ja, ja. Muss mal beobachten. Und dann würde ich tatsächlich, auch wenn es eventuell wehtut, eventuell mal entscheiden, ein bisschen rollenspielerisch, wohin wir uns sozusagen soziopolitisch entwickeln wollen und da dann den Handel forcieren und beim anderen nur, wenn es nicht geht. Auch wenn das bedeutet, dass wir eventuell Dinge liegen lassen. Ja. Sprich, den Handel nicht auf, ich möchte unbedingt dieses Item, sondern wir handeln mit, oh Gott, okay. Lord Kapitän, die Schiffsreparaturen sind abgeschlossen. Die Techpriester melden, dass die Maschinengeister ruhig und zufrieden sind. Alles ist zur Weiterreise bereit. Nur auf eine Sache muss ich euch noch hinweisen. Kessia macht eine schnelle, nervöse Geste und drückt die Verzierung über ihrem dritten Auge zurecht. Ich habe die Unterlagen studiert, die der frühere Navigator des Schiffes hinterlassen hat. Ich wollte die Route nach Drogonus noch einmal überprüfen und habe festgestellt, dass sie nicht mit der im Atlas übereinstimmt. Es handelt sich nicht um eine kleine Warpfluktuation. Die Route wurde gelöscht. Sie kann für Reisen nicht mehr benutzt werden. Noch schlimmer ist, dass ich
anschließend weitere Wege aus dem Atlas geprüft habe und wieder auf dasselbe Problem gestoßen bin. Jedes Mal. Im Warp tobt ein unheimlicher Sturm voller greller und schreiender Farben. Unser Flug wird davon nicht beeinträchtigt, aber alle bisherigen Kenntnisse sind nun völlig unbrauchbar. Das dürfen wir auch noch Navigator spielen. Und warum darf nur ich reden? Warum reden nur meine Charaktere? Agatha durchschneidet wütend die Luft mit ihrer Handkante. Warpstürme sind unsere Feinde, genau wie Ketzer und Dämonen. Wirklich schade, dass man ihnen nicht mit einem Flammenwerfer oder Bolter auf den Leib rücken kann. Ganz ruhig, Agatha. Wir sind jetzt sicher, dass die Probleme mit der astropathischen Kommunikation in der Koronus-Ausstellung kein Zufall sind. Auch steht eine Warpstörung im Weg. Euch steht eine Warpstörung im Weg, Lord Kapitän. Sie verschluckt Nachrichten und stört bekannte Routen. Das bedeutet, ihr müsst die Hauptwelten des Protektorats von Valentius so schnell wie möglich ausfindig machen. Ich spreche von Janus, Dragonus und Kiva Gamma. Neue Routen, um sie zu erreichen und die Wiederherstellung der Kontrolle und der erforderlichen nächsten Schritte. Eine Sekunde, ich muss kurz meine Brille verrückt, gerade die ganze Zeit wegen den Kopfhörern. Solle, entschuldigt. Ja, das ist fürchterlich, ich weiß. Welche Folgen hätte es, wenn wir den Kontakt mit diesen Welten verlieren? Eine Welt ohne Verbindung zu ihrem Nachbarsystem und der Infrastruktur der Koronus-Ausstellung ist auf sich selbst angewiesen und die Möglichkeiten dabei sind oftmals begrenzt. Janus hat zum Beispiel keine eigene Flotte. Piraten, Kultisten, Ketzer, Xenos. Jeder kann den hilflosen Planeten überfallen. Der Verlust der Kommunikation ist eine Bedrohung für eure Position. Ein Freihändler oder Protektorat als Stütze wird mit jedem Tag schwächer. Die Voxmeisterin hat völlig recht. Ihr seid Freihändler Hörnereis von Valantius und habt die Nachfolge von Theodora von Valantius. Einer der einflussreichsten Frauen diesseits des Schlunds. Aber ihr seid unerfahren im Regieren und Herrschen. Viele werden eure Kompetenz anzweifeln und versuchen, euer Protektorat zu zerstückeln, um selbst etwas davon zu ergattern. Es ist wichtig, dass ihr euren potenziellen Verbündeten und Gegnern zeigt, dass ihr die Lage unter Kontrolle habt. Je schneller wir uns diese verlorenen Welten zurückholen, umso besser. Erzählt mir von Janus. Die Oberfläche von Janus wurde umfassend umgestaltet, damit der Planet als Agrarwelt kategorisiert werden konnte. Er ist eine leistungsstarke Nahrungsfabrik und kann gleichzeitig die wachsende Protektorat versorgen und Lebensmittel in die äußeren Welten exportieren. Ein Großteil seines Wohlstands verdankt Janus dem Gouverneurshaus Viat. Unter dessen Führung ist die Welt Jahr um Jahr reicher geworden, hat sicher geliefert, Steuern abgeführt und die Arbeiterschaft stets unter Kontrolle gehabt. Was ist Kiva Gamma? Die Produktionswelt Kiva Gamma wird von dem Gouverneurshaus Kaprak verwaltet und beliefert euer Protektorat mit seltenen mineralischen Ressourcen. Außerdem befindet sich auf dem Planeten ein Manufaktorium des Adaptus Mechanicus, das Materialien bearbeitet und zum Transport vorbereitet. Und das ist was Wertvolles, nehme ich mal an. Quasi eine große Fabrik. Okay. Ich sage hiermit aus, dass die Welt Kiva Gamma unter dem Schutz des Omnisar steht. Dank seiner Gnade arbeiten in den Manufaktorien der Kolonie eifrig und strebsame Maschinengeister. Ich lese Heinrichs einfach mal. Ja. Heinrichs hüstelt leise. Herrin Tullimann hat versäumt zu erwähnen, dass das Manufaktorum auf Kiva Gamma auch schwere Maschinen herstellt. Von Mähhäckslern bis hin zu Schiffssystemen und Komponenten. Abelard richtet seinen scharfen Blick auf Heinrichs. Ihr beweist lobenswerte Kenntnisse über den Produktionsumfang unserer Welten, Kardos. Aha. Freut mich, wenn ich helfen konnte. Ja, ja. Was muss ich über Dragonus wissen? Dragonus ist Herz und Seele eures Protektorats. Dort befindet sich die zentrale Verwaltungsressourcen und Lager sowie der Planet von Valentius. Falls es euch interessiert,
Was? Palast, Entschuldigung. Was habe ich gesagt? Last. Ja. Falls es euch interessiert, dort werdet ihr auch öffentlich den Titel Freihändler annehmen. Dragonus ist ein Verwaltungszentrum für die Frachtflotte und die Finanzen. Aber da, wie lautet eure Meinung? Womit sollen wir uns als erstes befassen? Abelard streicht sich einige Sekunden durch den Bart und antwortet dann zögernd. Welchen Bart? Die Wiederentdeckung. Er hat so einen. Doch, er hat einen Bart. Ja, okay. Ja, doch, okay. Entschuldigung. Alles gut. Wo war ich? Die Wiederentdeckung der Agrarwelt würde euer Protektorat mit etwas versorgen, das ohne dass keiner eurer Diener auskommt. Nahrung. Man sollte die Wichtigkeit der Grundbedürfnisse niemals unterschätzen. Seht euch jedoch nur an, in welchem beklagenswerten Zustand Footfall sich aktuell befindet. Das war tatsächlich auch mein Gedankengang. Andererseits beunruhigen mich die Gerüchte über Kiava Gamma. Und auf Janus hat es viele Jahre keine Probleme gegeben. Er hat es zwar viele Jahre keine Probleme gegeben, aber jetzt stimmt irgendwas mit der Produktionswelt überhaupt nicht. Jede Verzögerung könnte uns den gesamten Planeten kosten. Zur Hauptwelt muss ich wohl nicht sagen, oder? Ihr Verlust würde uns zum Gespött der anderen Dynastien machen. Außerdem wäre es eine bürokratische Katastrophe, wenn wir keine Chroniken und Kassenbücher mehr hätten. Alle drei Systeme sind für das Protektorat gleichermaßen wichtig. Bleibt eure Entscheidung, Lord Captain, mit welchen wir uns von den anderen befassen sollten. Vor den anderen befassen sollten. Das hört sich irgendwie an, als wenn wir Verluste leiden würden, wenn. Aber gut. Gut, also es steht meine Offiziere noch weitere Anliegen, die sofort Aufmerksamkeit erfordern. Das wäre alles, Lord Kapitän. Das Schiff und die Crew erwarten eure Befehle und sind bereit, Footfall umgehend zu verlassen, falls ihr das wünscht. Nein, das wünschen wir nicht. Wir wollen direkt nochmal auf Footfall zurück. Wollen wir? Ja, die Schattenquartiere noch kurz, oder? Achso, ja, wenn das denn jetzt offen ist. Lord Captain, wir sind wieder in Reichweite des von Valancius Protektorats. Es ist von höchster Dringlichkeit, die Kommunikation mit eurem Planeten wiederherzustellen und die Weisheit eurer Dekrete an ihre Verwalter weiterzugeben. Die Erschließung von Kolonien, die Beanspruchung neuer Territorien und die Herstellung von Handelsbeziehungen, all das ist nun euer Privileg und eure Bürde. Ja, nochmal drei. Nochmal drei. Jetzt müssten wir sechs haben, glaube ich. Können wir auf der toten Welt ein? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß ja nicht, ob wir schon einen aufgestellt hatten, tatsächlich. Alter Tempel Kalexus Ext. Waren wir da? Nee, glaube nicht. Okay, ich würde jetzt tatsächlich einfach, um Footfall abgeschlossen zu haben, in die Schattenquartiere. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wenn du dir das vorstellst. Glaub nicht, dass du quasi. Ich glaube, dass auch mit der Zeit neue Missionen auf Footfall kommen werden. Also ich glaube, dass das wirklich, dass man hier dann öfter mal zurückfliegt. Okay. Das heißt, du meinst, das wäre jetzt nicht unbedingt nötig. Glaube nicht. Ich glaube, es ist sogar gar nicht so gedacht. Also wir können mal gucken, aber ich glaube, es ist immer noch verschlossen. Ich würde die Gruppe mal so lassen, wie sie war. Wobei ich glaube, da wäre jetzt eventuell ein Inquisitor gar nicht schlecht, oder? Ja. Stimmt schon. Plus für wen? Anstatt von Agathe? Könnte man machen, ja. Dann spiele ich ihn jetzt. Heißt kurz leveln. Also was wir halt vorher noch überlegen sollten, bevor wir von Footfall abfliegen, ist wegen Handel, glaube ich. Ja. Weiß nicht, ob wir komplett ohne jetzt irgendwas einzuhandeln dann abreisen sollten. Dann gebe ich dir recht. Wer weiß, wann wir dann wieder zurückkommen.
So, oh Gott. Du warst dieser Psionik irgendwas. Okay, was kannst du hier machen? Epizentrum des Gemetzels. Immer wenn der Krieger. Was war das? Das war ein Ping. Ah. Nee, ist immer noch dicht. Immer noch dicht, okay. Immer wenn der Krieger angegriffen wird, erhält er bis zum Ende des Kampfes plus ein Stapel Epizentrum des Gemetzels. Zu Beginn seines Zuges erhält der Krieger plus eine Temporwunde pro Stapel. Okay, ist mehr Leben. Ja, ich finde Heinrich tatsächlich ein interessanter Charakter, weil irgendwie. Also Amla finde ich ja doch so, also sehr stark spezialisiert auf wirklich Tank und Melee. Welche Waffe habe ich denn eigentlich gegeben? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Er hat ein Psi-Schwert. Blutrotes Sog. Jedes Mal, wenn der Psioniker Schaden zufügt, erhält er plus einen Stapel des Effekts Blutrotes Sog. Sollte dieser Schaden einem Ziel zugefügt worden sein, das sich neben dem Psioniker befindet, erhält er stattdessen zwei Stapel. Wenn der Psioniker tödlichen Schaden erleidet, werden die Stapel von Blutroter Sog entfernt, um diesen Schaden um minus 1 pro Stapel zu reduzieren, bis also es ist wirklich ein Tank, oder? Weiß nicht, das klingt einfach für mich tatsächlich nicht besonders toll. Also ist nicht so tanky, glaube ich, wie Abelard. Nee. Der Krieger erlangt plus 1 Schadensdeflektion. Seine Chancen zum Parieren wird um plus 25 der Gesamtrüstung des Krieges erhöht. Liest du mal, ich bin mal ganz kurz im Badezimmer. Macht das. Ich nehme das. Kritische Treffer erhöhen. Entschlossenheit ist bei ihm. Was war die Entschlossenheit? Hier. Vier Prozent. Nee, ist dann doch nicht so toll. Der Psi-Wert des Psionikers wird jedes Mal, wenn ein Verbündeter, das hört sich nicht mehr. Dieser Bonus erhöht sich bis auf die erste Runde zu Beginn jedes weiteren Zuges um 5%. Wieder da. WB.
Ich bin immer noch unentschlossen. Heilige Ritual, das würde zumindest mal sein. Leichenkonvertierung, der war doch relativ mit Feuer. Was haben wir denn hier am Winter? Du hast ein Ziehschwert, eine Maschinenpistole und einen Stab des Biomantriten. Biomantikers. Was war der Psi-Wert? Wo stand der? Der steht direkt rechts neben dem Profilbild. Ach, eins. Okay. Wie kann ich Ja, den das ist nicht erhöhen? besonders stark aktuell. Ich glaube, alle paar Level kannst du den erhöhen. Der ist schon fast am Ende seiner Level, von daher nein. Nee, das ist das erste Drittel. Ach so, so meintest du es, okay. Ja, dann werden wir, also irgendwas mit Psi-Wert wäre wahrscheinlich dann effektiv, weil bei dem wir den Psi-Wert erhöhen, die nächste psionische Kraft. Bei Level 10 haben wir ihn schon einmal erhöht. Ich glaube, bei 15 oder 20 kommt wahrscheinlich der nächste, oder? Müsstest du da irgendwo gucken? Psi-Wert 2. Oder plus 1 oder so. Das müsste ein Talent sein. Hier, ja, Psi-Wert, verfügbare Talente, ja. Du kannst gerade mal schauen. Genau, bei 10 haben wir es einmal gemacht. Du kannst mal gucken, ob man da 2 kriegen kann, wenn das überhaupt kriegen kann. Er ist ja kein richtiger Psioniker. Oder halt nur so begabt. Wo sehe ich das? Muss man ein Talent gucken, das müsste ja verschlossen sein eigentlich. Also das nächste Talent, was du auswählen kannst quasi. Das ist Müsste jetzt, eigentlich irgendwo stimmt, drinnen sein. das müsste hier irgendwo Psi-Wert. Hier Psi-Wert 1 habe ich, aber hier steht nichts, um 1 zu bessern. Du hast dieses Future bereits. Mehr geht nicht. Kann das sein? Dann kann man mal bei Idera gucken, wie das bei ihr ist. Ich nehme den blutroten Zug. Das nennt sich dann Psioniker Extremis. Nee, Majoris, glaube ich. Ah, da. Charakter erforderliche Stufe 40. Okay, also da kann das tatsächlich auch einfach kriegen. Genau, weil Majoris ist das tatsächlich der nächste, das wäre bei 20. Moment. Jede Stufe des Psi-Werts verschafft dem Psioniker Zugriff auf neue psionische Kräfte. Aber das ist nicht, nicht der Psi-Wert erhöhen. Doch, guck mal unten, was das macht, glaube ich, oder? Ach, Eigenschaft Psi-Wert plus. Nee, Voraussetzung. Ah, okay. Das ist, dann passiert was mit dem Psi-Wert, aber es ist nicht die Erhöhung des Psi-Werts. Ich glaube schon, tatsächlich. Also, ich glaube, dass es der Zielwert sich damit erhöht. Würde mich jetzt wundern, wenn nicht, ehrlich gesagt. Einmal gucken.
Oder du kriegst dann einfach nochmal irgendwie, wenn du das Level erreicht hast, nochmal die Möglichkeit, Psi-Wert plus 1 zu nehmen, vielleicht. Okay. Das muss ja sich irgendwie erhöhen. Ich überlege halt, was zum. Hallo, Erzdruide, einen wunderschönen. Hallo, Erzi. Ich nehme noch den Geweihten schlechter. Das wird die. Ich meine, es ist ein Inquisitor. Oh, Heldenpsalme. Der Psi-Wert des Psionikers wird jedes Mal, wenn ein Verbündeter eine Heldentat nutzt, bis zum Ende des Kampfes um plus 1 erhöht. Und das haben, also Heldentat haben wir mindestens einmal pro Runde bisher eingesetzt, oder? Ja, Heldentaten nutzen wir eigentlich relativ viel. Ja, dann nehme ich das. Okay, passt. Das klingt tatsächlich ganz nett, ja. Gewagter Durchbruch. Okay, da sind wir wieder bei diesen. Der Krieger. Sich für Nahkämpfer. Genau, den am besten. Den, wo du halt unbegrenzt zuhauen kannst. Der Krieger erlangt bis zum Ende des Kampfes plus 4 BP für jeden Kill. Er kann seinen BP dann nach dem Angriff oder dem Gebrauch von Fähigkeiten nutzen. Der Krieger wird für eine Runde zum Prioritätsziel jedes Feindes, bei dem er. In diesem Zug fügen Nahkampfangriffe zusätzlich plus Kämpferstärke Bonus Hälfte Schaden zu. In seinem Fall 4, also 2 mehr Schaden. Nee. Nehmen wir das da. Und jetzt muss ich überlegen. Es ist ein Inquisitor. Deswegen finde ich Assassine. Weiß ich nicht. Tatsächlich macht Assassine für den Inquisitor am meisten Sinn. Vorhut, nein. Erzmilitant. Stimmt. Ja. Er ist ja ein Jäger, ne? Ja. In dem Sinne. Was haben wir hier? Bereit zuzuschlagen. Assassine beeinträchtigt einen Feind mit mir, Rüstung, bla bla bla. Schild des Imperators. Bis zum Beginn des nächsten Zuges des Psionikus wird bei allen Verbündeten, die unter dem Einfluss von Wort des Imperators stehen. Okay. Eine Prophezeiung passt jetzt vielleicht zum Entschärfen. Nein, also das ist das entfällt. Ja, ich finde seine Psy-Fähigkeiten sind ein bisschen meh. Ich nehme den Schild des Imperators. Da haben wir auch einen Favoritenhaken dahin gesetzt. Ja. Irgendwann mal. Bis zum Beginn des nächsten Zuges des Psionikers wird bei allen Verbündeten, die unter dem Einfluss von Wort des Imperators stehen, Deflektion um Psi-Wert minimal 1 und Rüstung um plus 10 plus Verbündete Entschlossenheit geteilt durch 2 erhöht. Diese psionische Kraft ist nur so lange nutzbar, wie mindestens ein Verbündeter vom Wort des Imperators beeinflusst wird. Wort des Imperators ist wahrscheinlich, kannst du nur einen auswählen, glaube ich, ne? Das glaube ich. Nee, Talent, nee. Bin ich sicher. Wird bei allen Verbündeten, die unter dem Einfluss von Wort des Imperators stehen.
Ja, die Frage ist, wie viele hast du unter einem Einfluss von Wort des Imperators? Das ist natürlich eine andere Frage. Aber wir hatten da irgendwann mal einen Favoritenhaken, deswegen lassen wir das einfach mal so, wie es ist. So, damit wäre er auch auf Level 17. Händler war hier keiner, oder? Nee. Ja. Also wir haben, glaube ich, an Händlern haben wir, glaube ich, sie. Also hier den Piraten in Amasekos. Den Priester, Rosus. Den lehnt's ja selber, glaube ich, auch, oder? Und Optikon, glaube ich. Das sind die, glaube ich, aktuell. Ich weiß nicht, ob ich einen vergessen habe. Nee. Das heißt, wir müssten in Resident des Lehns hören. Das ist die Frage, du sagtest ja, du willst nicht mit jedem jetzt handeln. Achso, und glaube ich, die Piraten, die auch über Footfall noch sind in dem einen Schiff da. Die Schmuggler. Stimmt. Die auch noch. Im Grunde war die Frage jetzt, ob du mit Piraten handeln willst oder nicht, ne? Ja, aber also mit wem wir definitiv handeln können, ist unser Kollege von Omnisia. Ja, und mit dem Priester wahrscheinlich auch. Ja. Und alle anderen sind eigentlich, also ne, Kaltware im Prinzip. Habe ich mich jetzt verklickt? So Kalthandel. Da ist er. Gut. Ruf. Du willst heilige Gegenstände. Kann ich es sortieren? Ich kann sortieren nach Typ. Treibstoff, 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 Treibstoff. Ketzerische Trophäen können wir an den verkaufen. Und heilige haben wir anscheinend gar nicht. Nicht handelbare Ausblenden. Danke. Das macht das Ganze schon etwas übersichtlicher. Schiffskomponenten. Treibstoff, das ist alles relativ wenig, würde ich mal sagen. Rüstung, 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 Rüstung. Heilige Gegenstände. Verkaufen wir dem doch einfach mal drei heilige Gegenstände, dann haben wir schon mal ein Level Up. Ja. Beziehungsweise Handel bringt uns das was. Wir haben 25, ja, da bekommen wir chirurgisches Handbuch. Okay. Nein, wir brauchen Ruf 5. Sehe ich das richtig? Ja. Ab ja. Ich handle jetzt nur mal so viel, dass wir ein Dings aufsteigen, um zu sehen, was passiert. Jetzt sind wir um einen Rang nach oben und es ist weiter nichts passiert. Verstanden. Ja, es ist wirklich bis 5 erstmal, wenn wir das kriegen quasi. Was ist das? Ui, der Manipulator ist auch ziemlich nice. Janikus hat so krasses Zeug. Ich würde jetzt einfach mal sagen, heilige Gegenstände sind ja genau das, was die Kollegen wollen, oder? Also dafür sind ja die Mechaniker. Ich denke, ich kann mir vorstellen, dass das die anderen auch wollen. Ja, aber sozusagen, die das offiziell bekommen müssten. Nee, eigentlich sind heilige Geschenke, glaube ich, eher sowas wie, also wirklich, also vom imperialen Glauben. Ja, Moment mal, ich sehe hier gerade Mechanikus-Schöpfungen. Genau, das ist eher, was sie wollen. Ja, aber dafür kriegen wir bloß 200 AP, deswegen bin ich etwas irritiert. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sich das bei anderen ändert, tatsächlich. Okay. Ich glaube, die sind immer gleich viel wert, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, nur manche nehmen halt manche einfach nicht. Okay. Du meinst also, wir können jetzt hier die... warte mal. Muss ich jetzt... Ruf 1500 von... warte mal, wenn ich jetzt hier einmal... Hallo, einmal handeln, danke. Genau, 500, dann geht's wieder ein Level.
Ah, okay, ich dachte, okay, weil die 1500, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Oh mein Gott, den Kampfmanipulator brauche ich dringend. Das Ding ist ja geil für den Erzmilitanten tatsächlich. Ich würde ihm jetzt einfach mal alle heiligen Geschenke nehmen. Nein, also ein bisschen Rollenspiel. Also ich gebe ihm jetzt einfach mal die Mechaniker Schöpfung. Ja, das macht Sinn. Da freut er sich. Wo sind wir? Rang 3. Dann können wir ihm noch Treibstoff oder verkaufen, wie blöd. Wir sind Händler. Lasst uns kurz zum Dings gehen, nur um es zu sehen. Zum Usus? ja, wo war der? Im Atrium. Direkt vorne an auch. Wenn es überall das Gleiche ist, dann machen wir es 100% rollenspielerisch, aber am Ende des Tages, wir sind Händler. Wir wollen Maximum Gewinn rausholen aus unserem Zeugs. Was Ja, aber macht Sinn. trotzdem dabei bleibt, ich werde also nicht mit Piraten handeln, wenn wir uns entscheiden, nicht mit ihnen zu handeln. Nur weil wir ein Item wollen. Oder mit irgendwelchen Xeno-Arschlöchern. Sind wir rassistisch? Fragen, die noch zu klären sind. Also im Prinzip geht es ja um deinen Charakter. Was die anderen Charaktere sind, ist, glaube ich, relativ Ja, klar. ich rede von uns in Dritter, weil wir ja Okay. gehoben und so. Was? Also die Kishin ist halt die hart imperiale Armee, ne? Der ist jetzt auch nicht unbedingt Xenos-freundlich. Ja. Hier oben ist er. Bin ich blind? Wo ist er denn? Keep your wits about Da. you. Berater schützt euch, mein Sohn. Ja. Oh. Eure Bitte wurde entsprochen. Die Kultistenunterschlupf in den Schattenquartiere wurde geräumt. Stimmt. Ey, 200 Fraktionsruf. Ein Hoffentlich grimmiges. entsprach ihr Leid dem Ausmaß ihrer Sünden. Ja. Ich würde mir gern ansehen, was die Anhänger des heiligen Drusus mir anzubieten haben. Da haben wir Rang 0. Okay. Kias! Eine Sekunde, wir haben gerade Alarm. Ja, jo, ich sehe es. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Was ihr verpasst habt, ich habe ein bisschen Sachen bemalt. Von dem neuen Modell, was ich gerade dran bin. Geht's morgen oder übermorgen weiter? Ja, gleich fliege ich. Wenn Kias auftaucht, dann, also da reicht der Fliegeralarm ja nicht aus. Gerade sind wir beim Koop Warhammer 40k Rollenspiel mit Wursti. Hallo. Und ansonsten, was gibt es hier ansonsten zu sehen? Flugsimulation, Aufbau und sonstiges Gedöns. Ja, herzlichen Dank für den Raid. Wir sind gerade dabei, Sachen zu verkaufen und uns ein bisschen ins Händlersystem. Das ist das erste Play. Ich habe sonst mich nicht informiert. Wusste ist auch eher der Experte vom gesamten 40k-Universum. Ich bin dann nur so. Ich bin halt der Fürst. Ich muss ja nichts wissen, dafür habe ich Wusste. Sozusagen. Modellbau geht wahrscheinlich morgen weiter oder am Samstag. Und mein Büro ist komplett abgestimmt. Das sieht ja scheiße aus. Kann ich euch mal kurz zeigen, was der aktuelle Stand ist?
Genau. Wir haben Teile bemalt. So. Das wird nur 110er. Delegieren muss man können, ja, dafür ist man Fürst. So, was gibt's bei dem? Den Umhang und Geiles ein. Zeug. Ja. Was willst du? Heilige Geschenke. Spielarbeiter. Scheiße, wir hätten die heilige Geschenke bei ihm verkaufen sollen. Macht auch 500, das ist das Gleiche. Ja, also preislich macht es keinen Unterschied. Okay. Typ Ja, und tatsächlich ist Reihenfolge. das, was er nicht nimmt, auch nimmt er. Also das, was rollenspieltechnisch keinen Sinn macht, nimmt er auch nicht Ja. tatsächlich. Also da musst du eigentlich, kannst du einfach alles geben, was du geben willst. Ich wollte gerade fragen, Kias, was gab es bei dir zu sehen? Wieso habe ich so Ich bin schwer viele? im Beuter. Ich verkaufe ihm mal alle heiligen Geschenke. Ein 3D-Druck? Oh, nett. Wusste ich, bei eins Kiosk gibt es 3D-Druck. Fancy. Was druckt ihr? Resin oder Plastik? Eine Also Murmelbahn. hier SLA oder? Dann wahrscheinlich SLA, nicht SLA, sondern, oh Gott, mir fehlt der Wort, fehlt das Wort. Die andere Methode. Juwelen, der Klerus will Juwelen, okay. Wahrscheinlich kein Resindruck, das wäre ein bisschen umständlich, glaube ich, für eine Mummelbahn. Dann kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt zu wenig mit aus. So, damit hätten wir dann Schiffskomponenten, will der Klerus. Dann geben wir ihm noch die Schiffskomponenten. Es fehlt noch eine Kleinigkeit, dann geben wir ihm noch ein Set Uniformen, warum auch immer die Uniformen haben Und damit hätten wir den Rang erhöht und damit bekommen wir den Militarismus-Umhang. Der erste Nahkampfangriff des Trägers im Kampf kann nicht pariert oder ausgewichen werden. Ui, Das, das ist ganz schön stark. ja, nur der erste im gesamten Kampf ist ein bisschen Ach so, ja, stimmt. Plastikdruck. Also nicht SLA, sondern, ach, wie hieß denn die andere Methode? Ich komme nicht drauf. Und DLP, so. ein Elite-Kettenschwert. Die meisten Krieger bevorzugen Schwerter, weil sie auf dem Schlachtfeld mehr Flexibilität gegen Gegner im Nahkampf bieten. Plus 10 parieren, minus 10 auf gegnerische Waffenfertigkeit bei Treffer. Ja, ist ja, wir wissen alle, was gemeint ist. Plaste halt. Ich lasse drucken und bezahle Leute dafür, dass es mir dann liefern. So. Geweihter Stab. Gott. Sprenggranaten, Umhang der Vergeltung. So Sprenggranaten können wir uns leider noch nicht leisten, wenn wir noch zu arm sind, aber der schwere Beuter, wenn wir das Level erreichen. Ja, das Problem ist, da müsste ich jetzt einen Haufen Tant, was wenig bringt, und wir sind tatsächlich 4000 Punkte weg. Ja, das, was Das, wenig bringt, musst du ja sowieso irgendwo hin, ne? ja,